Dann nicht den Damage. Das ist huge. Das ist richtig gut für uns. Er ist hier ohne Flash jetzt so punishbar in der Lane. Oder du brauchst doch keinen Pull. What the fuck? Bitte, Pike, komm. Pike! Nein, there's no way, dass wir pullen. Ein Pike rollt. Bin nicht trappen, ist crazy. Dass die diese Lane betreten dürfen, ist komplett krank. Ah, er trollt jetzt einfach, okay. Er trollt jetzt einfach. Ja, ja. Nein, nee, ist meine Schuld. Nee, ist meine Schuld, dass du von Seraph den Red Buff geklaut wurde. Ist actually meine Schuld, ja. Nee, true. True ist meine Schuld, nee. Klar, ist mein Bad. Weil ich nicht gepult hab. Dann war man ja an Season 13 pult. True. Da kann man jetzt das ganze Game deswegen trollen. Nee, ist klar. I mean, ja, ist tot. Ja, nee, ist meine Schuld, nee. True. In Season 13 pullt man natürlich, wenn man keinen Brain hat. Ah, ist doch wieder ein spaßiges Game, right? Mein Gast hat ein kleines Kind, machst du nix. Rengar ist gleich wieder dead. Da ist er tot. Ist halt schade, dass wir das Game wahrscheinlich nicht gewinnen werden. Obwohl, so schlecht sieht es gar nicht aus. Ich meine, Rengar wird ja das ganze Game trollen. Aber ja, da kann ich halt wenig gegen machen. Oh ja, das ist gut. Das ist ein gutes Play. Rengar ahnt nicht, dass wenn er stirbt, das ist actually... dass er dann farmen kann, right? Er versteht nicht ganz. Es läuft. Das hier ist ja eine richtig gute Trap. Der Mana Burn. No. Ist halt lustig, wie der Rengar jetzt, I mean, I don't know. Spielt er wieder oder spielt er nicht? Er ist halt nur 6, right? Jeden haben 6 Kills. Alle 6 Kills sind auf diesem Rengar. Ja, ist schon gut. Er spielt wieder. Komisch. Es würde 11-0 stehen, wenn der Rengar nicht spielen würde. Obwohl, vielleicht nicht. Vielleicht haben wir auch Kills bekommen, weil der Rengar runtergelaufen ist. Wie kannst du so schlecht im Jungle sein wie dieser Graves übrigens, ne? Also der ist einfach behind. Weil er ist einfach nicht... Er one-minet das Spiel nicht. Unser Rengar läuft einfach nur Botlane und läuft runter Botlane. Und der Graves one-minet das Spiel nicht. Er hat null Kill-Beteiligung. Er hat nichts gemacht, das ganze Game. Und er hat nicht mal so einen krassen Farm. Er hat nicht mal 10 CS pro Minute. Like, ich weiß nicht, was der Typ das ganze Spiel gemacht hat. Wenn die Spieler gewinnen, ist das krank. So, Rengar läuft straight runter und wir gewinnen einfach. Warum geben wir den Drake nicht einfach? What? Imagine, wir pingen hier Rengar. Als wenn der Rengar nicht schon das ganze Spiel runterläuft, Bruder, bist du. Also, guck denn. Spielt er ein anderes Spiel als ich? Der Rengar läuft ja straight runter, das Game. Ja. Er läuft da drunter. It is what it is. Der Big Dog wird auch noch sterben, anstatt Midwave zu farmen. Warum tut er das? Oh. Ja.
Einfach zu wenig Wissen, um da reinzugehen, leider. Hätten Urgot gern getötet, aber. Einer Outtack leider nicht auf den Urgot gemacht. Deswegen habe ich. Ich wollte eigentlich drei Outtacks auf den Urgot machen, dann rausjumpen. Ja, der ist hier alleine, der Mann. Was soll das? Aber ich weiß noch nicht, wie der Gegner-Jungler so useless ist, ne? Aber ich weiß nicht. Er spielt literally ohne Gegner-Jungler und ist so useless. I mean, ich weiß nicht, ob der Rengar spielt, Bro. Deswegen ist schwer zu sagen, ob wir Nash jemals machen dürfen. Der Rengar spielt ja nicht. Der hat ja schon aufgegeben. Jo, aber Rengar lebt. Wollt ihr mich verarschen? Like, die haben literally einen Jungler. Ah, wir geben mir keinen Assist, ist klar, ne? Ja, Überraschung, Jungs. Überraschung, Überraschung. Die haben einen Jungler und wir nicht. War aber ein guter Call. War ja gar nicht obvious, dass genau das passiert. Nee, war gut. Nee, war klar. Ihr seid so dumm, like, ihr seid so fucking stupid. Der Pike versucht nicht mal. Pike versucht ja nicht mal zu zonen. Scheiß drauf, Digga. Mehr Vision Kammer. Okay, nice try, Bro. Ja, Urgot ist actually nicht so schwach, ne? Der hat einige Items. Nein, ich wollte über den Base, dann noch Basen und dann können wir jetzt Nash spielen und dann das Game zu Ende. Oh, das Game ist auch noch ab, okay. Wollen die Gegner ja nicht schenken. Okay, wir schenken aber viel Geld, my bets. Okay. Können wir mit enden? Nee, oder? Oh no. Okay. Oh, guter Hook. GG. So, und wenn das der Bastard gewinnt. Er ist literally für 10 Minuten Botlane gelaufen, weil er sich von Seraph den Red Buff geklaut lassen hat. Er hat literally 10 Minuten ist er Botlane runtergelaufen, hat jeden Farm contested. Und dann wird er so weggetragen von mir. Ist das für ein Bastard? Das ist dein Main-Account. Oh, wir sind Hardstack Diamond 1 auf unserem Main-Account. Ah, okay, gut. Okay, ha. Obwohl wir so ein gutes Mental haben, sehr komisch.
Danke fürs Anschauen des kompletten Videos. Absolut ehrenwert. Morgen habe ich ein AP-Kaiser-Game für euch, was beweist, dass man als AP-Kaiser niemals aufgeben sollte. Dieser Champ hat einfach das brutalste Scaling aller Zeiten. Da kann auch mal eine Jinx im Gegnerteam gut fett werden und man braucht sich eigentlich keine Sorgen machen. Dazu gibt es dann gleich noch einen Clip. Mein Supporter hat wieder mal so weit aufgespielt. Der Macher. Und falls ihr das nicht verpassen wollt, das Video morgen, lasst am besten ein Abo da, würde mich sehr freuen. Kuss, kuss. So. Wir wollen nicht flashen. Oh mein Gott!